halt längere Zeit schon wieder vorbei. Wie ihr merkt, wo sind wir? Sind halt am Spannung und haben, dürfen draußen wieder trainieren. Vincent, wie machst du das zum Beispiel, so draußen trainieren? Ja, wir haben jetzt nur noch kleinere Gruppen, also unsere Mannschaft wurde getrennt. Jetzt habe ich gerade also vier Gruppen, die ich leite. Kleine Gruppen, sechs Spieler. Ja, verbraucht natürlich mehr Zeit, ist aber auch, macht richtig Spaß, mit kleinen Gruppen mal zu trainieren. Ich denke bei dir auch, oder? Ja, richtig. Ist eigentlich Zweikämpfe, ist das erlaubt oder nicht erlaubt? Ja, Zweikämpfe sind noch nicht erlaubt. Ne? Genauso wie Spiele wird schwierig. Aber man kann trotzdem noch ganz schön viele gute Sachen machen, um besserer Fußballer zu werden. Und am Ende seid ihr dann auch besser Fußballer und das bringt der Mannschaft, auch sehr, sehr viel weiter, wenn ihr besserer Fußballer seid. Richtig. Halt, und wir haben für euch halt trotzdem in dieser Sendung dabei halt unsere berühmte Sachen. Manchen Sachen jetzt ein bisschen geändert, weil auch die Kids halt jetzt auf dem Platz sind. Wir haben auch mehr Kinder halt jetzt halt wieder mit eingebaut. Und wir fangen halt heute an halt mit unserem halt Fußballquiz. Es gab jetzt halt die dritte Spielrunde und wir haben ein paar Fragen für dich, Vincent. Okay. Halt, die erste Frage halt. Es gab am Dienstagabend um 18.30 Uhr halt El Clasico in Deutschland. Welches Spiel war das eigentlich? Naja, wieder ein, wie ich finde, unschönes Ergebnis. Ich hätte mir ein bisschen mehr Spannung gewünscht. Am Ende jetzt sind sie wahrscheinlich deutscher Meister. Es ist Bayern München gegen Dortmund gewesen. Richtig. Und also ein bisschen halt die zweite Frage, welches Ergebnis oder auf euch Kids zu Hause? Weißt du das vielleicht? Weißt du das? Ja, ich weiß das. Ich, genau, 1-0 für Bayern. Weißt du auch den Torschützen? Fahre ich mal zurück. Ja, richtig halt. Und die Kinder zu Hause ist bestimmt auch halt. Ich höre schon laut halt Joshua Kimmich. Ja, aber halt, schönes Tor. War genialer Moment. Schöner Lupfer. Richtig. Ja, dadurch auch ganz verdient gewonnen am Ende. Ja, unser Herr Tarnow halt, unsere einen der Hauptstadtmannschaften halt neben Union Berlin. Die haben einen guten Lauf. Halt, wie haben die eigentlich gespielt? Und gegen wen haben die gespielt? Weißt du das? Und die Kids zu Hause auch? Gegen wen? Ganz schwierig war das und hätte auch keiner erwartet, dass sie da so gut spielen, das war gegen Rasenballsport Leipzig. Bitte. Ja, genau. Tolles Ergebnis. 2-2. Ja, nachdem wir noch 2-1 zurückgelegen haben, haben wir noch einen Ausgleich gemacht durch Piontek. Ja. Genau. Super. Bin zufrieden mit Hertha. Schön. Union auch wieder unentschieden gespielt. Ne? Zweimal unentschieden aus Berlin. Richtig, ja, es ist auch wichtig, halt, dass die Unioner halt dranbleiben. Halt. Ja. Die dürfen nämlich nicht absteigen. Halt. Das ist sehr schade für die Hauptstadt. Welche Teams sind gerade auf dem Abstiegsplatz? So als Frage? Ja, das ist eine gute Frage. Die Kinder zu Hause denken auch schon, Paderborn. Ja. Spielen tollen Fußball, Paderborn, für so einen Neuling in der Liga. Da haben leider ein bisschen Pech, sind trotzdem 18. aber spielen trotzdem tollen offensiven Fußball. Ja, und dann halt die Stadtmusikanten, glaube ich, halt, genau. Halt, sind auf dem vorletzten Platz. Vielleicht wissen die Kinder, wo die herkommen. Weißt du, wo die herkommen? Die kommen, genau. Aus Bremen natürlich. Ja, Werder richtig. Bremen. Richtig, aus Bremen. Halt, und dann halt Drittletzter halt, ist halt der Lieblingsverein von Capino, von Tote Hosen. Ja. Das wissen jetzt die Kinder wahrscheinlich nicht. Nee, aber die Ältere zu schauen. Genau. Fortuna Düsseldorf ist richtig, natürlich. Genau. Richtig, sehr gut. Ja, ja halt, jetzt kommen wir halt, vielen Dank für die Quizfragen. Und jetzt kommen wir halt zu Beat Vincent, aber Beat der Aigut. Der Aigut. Halt, geht's dir gut? Ja. Halt, okay. Ja, mir geht's auch gut. Halt, macht dir Spaß das Training? Ja, immer. Ich habe heute gesehen, also ein paar überragende Wahlernamen halt, aller Frank der Berlin halt. Wir haben sie dort bei Beat the Vincent, aber wir haben gedacht halt, wäre viel schöner halt, wenn jemand wie du halt so gut Fußball spielen kann, den Jugend auffordert. Und die erste Aufgabe ist halt ein Jonglier-Wettbewerb. Bist du ein bisschen Gegner im Jonglieren? Ja, das ist auch. Ja? Ja. Ist das deine höchste bis jetzt? Bestimmt schon so um die 70, 80, 100. Gut, klasse. Und halt würde ich sagen halt, schauen wir mal, ob du halt so gebietet wirst halt in nächsten Tagen. Los geht's!
So. Drei Sets geschafft, klasse gemacht eigentlich. Also ich bin gespannt, ob die B-Jugendspieler halt jetzt halt an mir führen halt, und vielleicht auch halt so halt eine Top-Leistung zu bringen. Und dann schauen wir halt, ob jemand halt eine Einsendung schickt. Und halt vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Klasse. Okay. Weitermachen so. Super. Kick der Woche. Und welche Mannschaft trainierst du, Michel? Ja, ich trainiere in viele Mannschaften. Und dann die ganz kleine, die K-Jugend halt. Nächstes Jahr auch halt in der ersten Jugend gehe ich auch mit denen dann weiter mit hoch. Und jetzt bin ich halt die B-Jugend, womit ich halt das junge Jahrgang nächstes Jahr dann in die A-Jugend gehe. Ja, und dann in die B-Jugend haben wir halt was Schönes vorbereitet, halt für die Kids zu Hause halt. Die machen mit euch jetzt gleich halt Around the World. Und das könnt ihr jetzt halt nachmachen. Finde ich auf jeden Fall super, weil meine alte Mannschaft, deine jetzige Mannschaft, und die zeigen euch jetzt richtig tolle Tricks. Aufgabe für diese Woche, Around the World. Die Jungs von Oranien machen das vor. Sehr gut. Und nochmal. Richtig, sehr gut. Sehr gut, Nadel. Okay. Toll gemacht, die Jugendspieler. Ja, richtig. Es sind viele Fußballer dabei, Dribbelkerne halt. Das ist auch halt, was ich auch halt sehr wichtig finde. Und das ist auch spielerische Übungen, kann man das machen. Auch wenn es ohne Zweikampf immer noch ist. Und eben den Mindestabstand anhalten soll. Aber die Jungs machen es überragend. Und ich glaube, die Zweikampf, die kommen bald wieder. Ja, schauen. Keine Angst. Ihr findet im Verein gibt es ein Feriencamp, stimmt das? Es gibt ein Feriencamp, ich glaube sogar 4 Stück gleich, oder? Richtig. Also so halt, wenn die Kids halt mitmachen wollen, wo müssen die eigentlich schauen, wenn die halt, wo können die Termine nachlesen? Ja, da gehen wir meistens ins Internet und mit Papa und Mama oder Mama, ne, und unter holländische-fußballschule.de. Richtig, oder halt bei Oranje Berlin. Genau, okay. Da geht's auch. So, vielleicht sehen wir euch dann halt in der nächsten Sendung. Oder beim Feriencamp. Wir sagen Tschüss! Adieu!